seit ich mich im Stadtrat Horb engagiere, bekomme ich Anfeindungen ganz unterschiedlicher Art, online wie offline. Immer wenn ich dachte, boah, das ist jetzt schon ein starkes Stück und das halte ich aus, aber mehr geht nicht, kam irgendwie doch noch mehr. Es kamen erst Briefe mit, sie sind eine dumme Kuh, dann kam die Posts, du bist eine richtig dumme Schlampe und gehörst vergewaltigt. Dann kam das in live, dass sich Menschen um mich stellen und mir Schlimmstes an den Kragen wünschen. Dann kamen scharfe Patronenhülsen und dann die Bilder von, und Adressen von Familienmitgliedern im Netz, in Foren von rechten Gruppierungen, die nicht für ihren Feindsinn bekannt sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Grenze ist. Wer sich engagiert, braucht wirklich breite Schultern. Und sich in die Öffentlichkeit zu begeben, macht angreifbar. Was mich besonders wütend macht, ist, wenn ehrenamtliche Arbeit missverstanden wird als Angriffsfläche für eigenen Unmut. Alles, was ich freiwillig mache, weil ich Teil der Gesellschaft sein möchte, weil ich Entwicklung mitgestalten möchte, bei mir vor Ort, nicht für Geld, sondern für die Gemeinschaft, da zu sagen, so und auf der laden wir jetzt alles ab, das ist einfach albern. Als ich die Patronenhülsen aus meinem Briefkasten gezogen habe, war Schritt 1 zur Polizei gehen und Schritt 2 einen Post in Social Media machen, weil es nämlich genau dieses Gefühl war, ich will damit nicht allein sein. Für mich, ich schöpfe ganz viel Kraft aus Zusammenhalt. Und an der Stelle war es einmal der Wunsch, nicht allein zu sein, aber auch der Wunsch, mich zu stärken, weil ich nicht alleine mit der Vorstellung sein kann. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich alleine diese Gesellschaftsform nicht möchte. Und das Beste daran war, genauso kam es. Die Mehrheit der Menschen möchte so nicht leben, möchte diese Gesellschaft nicht, in der man sich das Schlimmste wünscht gegenseitig. Deswegen war es eine positive Erfahrung, die gestärkt hat, auch wenn es mit einem total beschissenen Grund begonnen hat. Hass und Hetze zu begegnen, braucht vor allen Dingen Öffentlichkeit. Wir bräuchten mehr Mechanismen zur Aufklärung. Wir brauchen starke Debattenkulturen. Ich persönlich finde, auch das Debattieren muss wieder neu gelernt werden. Argumente anhören, Gegenargumente ins Feld führen, diese verhärteten Fronten auflösen. Begegnungen schaffen ist auch so etwas ganz Entscheidendes. Was wird denn im Gemeinderat tatsächlich diskutiert? Das sollte etwas Erreichbares sein. Diese Hürden abbauen, die Debattenkultur fördern, und Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Am besten vielleicht sogar noch in Worten, die jeder versteht.